Ja, guten Abend zusammen. Ich begrüße euch. Wir haben uns überlegt, wir nehmen noch eine Folge auf, weil es so unfassbar spannend ist. Ja, das wird richtig hart. Das wird richtig hart. Ich habe richtig Schiss. Ja. Ich finde, ich warte auch hier. Nein, du bist der Tank. Du bist der, der vorne weg ist und aufs Maul haut. Und aber guck mal, hallo, ich sehe so total zierlich aus und so. Ich habe extra so ein Schild dabei. Ey, du bist dreimal so breit wie ich. Das täuscht, das sind nur diese gepolsterten Schulter. Also ich habe jetzt mal rangezoomt, ja? Und du bist dreimal so breit wie ich. Na gut. So, auf geht's. Das Reich der Schatten. Oh, hier geht's in alle Richtungen, jetzt bin ich überfordert. Die Horadrim haben all das getan, um meinen Körper. Jetzt müssen wir seinen Körper finden. Jetzt kommst du hier ins Spiel. Sie müssen sehr wütend auf mich gewesen sein. Was hätten sie sonst tun können? Töten konnten sie auch nicht. Sie waren niemals besonders fantasievoll. Also ich habe ja mein ganzes Gelump hier zwischen den Folgen aufgeräumt, ja. Aber ich habe mir meine Eigenschaften, meine neuen Fertigkeiten gar nicht angeguckt. Ich auch jetzt nicht. Obwohl ich dann in der Zwischenzeit dreimal aufgestiegen bin oder so. Ja. Ich habe keine Ahnung. Machen aber auch komische Geräusche, die Viecher. Nacht umfängt euch. Oh, das war ungeschlau. Sie randaliert ganz gut rum, finde ich. Ja, das können wir. Ja, wenn wir sonst nichts können, ne? Oh, hier ist ja mal Ende im Gelände, oder? Ja, nee, hier unten geht's ja weiter, aber hier sind echt ziemlich viele Viecher. Ja, finde ich. So, und Geräusche, obwohl gar keine Viecher da sind. Das ist eigentlich viel schlimmer. Ja, hier ist aber, da geht's weiter. Oh, so, jetzt ist ja auch dunkel wie im Bärenpopöchel. Ach, folge einfach dem Licht. Und mit dem dunklen Licht. Tier. Das war. Also ganz perfekt ist die Übersetzung dann doch hier auch nicht. Wieso? Nein, meine ich so. Tier. Bei Gott. Das sah nicht aus wie ein Tier. Also die Programmierer waren wahrscheinlich Hobbybiologen. Und haben dann versucht, das Monster in irgendeine Kategorie zu packen. Ja, okay, wenn du natürlich... Humanoide Tier. So, ihr sterbt. Schwäche überkommt euch. Ist aber ganz schön was los. Ja, so. Dezentes Gewusel. Nimmt kein Ende hier. Mein Problem ist, dass ich echt selten so auf meine Heldanzeige schaue, weil irgendwie... Da in der Regel auch bis dato nicht so viel passiert ist, richtig. Meinst du? Das Einzige, was gefährlich ist, wenn du dann irgendwie so ein Monster hast, das sich selbst in die Luft jagt. Ja, das ist momentan eigentlich das Gefährlichste, ja. Welche Stufe bist du eigentlich aktuell? 43. Also. Oh, da ist das Riesen, würde ich sagen. Ja. Ihr vertraut mir nicht. Richtig. Das kann ich verstehen. Und dann noch so dieses Ding, das wir gar nicht finden wollten. Oh, Geist! Wir haben beide einen Vorgeschmack davon bekommen, was es heißt, ein Nephalem zu sein. Haben wir das? Tut euch mit mir zusammen. Nein. Und wir können irgendwie nicht, ne? Was bloß, wenn man so ein Ding findet? Ihr schätzt mich falsch ein.
Ich rate euch, diesen Fehler nicht zu wiederholen. Mhm. Hast du gehört? Wir sollen uns mit der treffen. Im Terminus, okay. Ja, dann gehen wir in den Terminus. Ja, das war jetzt unglaublich schwierig und spannend, oder? Ich habe mir das schlimmer vorgestellt, wenn ich ehrlich bin. Eigentlich schon, ja. Dann werde ich mit dem Ritual beginnen. Aha. Aber ich warne euch, Kull. Wagt es ja nicht, uns in den Rücken zu fallen. Nein, der doch nicht. Nein, total vertrauenswürdiger Bursche. Ja. Ihr seid von Verrat umgeben, Mädchen. Ich bin die geringste eurer Sorgen. Aha. Konzentriert euch, Lea. Gleich. Ich hätte auch gedacht, dass wir ein paar mehr Teile finden müssen. Ja. Noch ein bisschen. Nur einen Moment noch. Fast. Ja. Das klingt komisch. Und du? Mein Blut rauscht wieder durch meine Adern. Die stinkende Luft füllt wieder meine Zähne. So, und jetzt töten wir ihn. Ich habe auch gerade gedacht, Schmerzen kannst du jetzt auch wieder spüren, mein Freund. Liebe. Gern geschehen. Nun gebt uns den Seelenstein. Nun gut. Die Abmachung gilt. Schnell, in mein Sanktum. In was? Wo? Ich weiß nicht, es gibt so ein Wort, was nicht so gut ist, was so ähnlich anhört. Mhm, ja, habe ich auch gerade gedacht. Ja, nee, aber das ist jetzt, wo ich drüber nachgedacht habe, das heißt da anders. Oh ja, oh, Seelensteinkammer. Ja. Annehmen. Ich glaube, er gibt uns den nicht freiwillig, ja. Vermutlich nicht. Sprecht mit Sultan. Das ist der Seelenstein. Du lenkst ihn ab, ich schnapp mir den Seelenstein, ja? Endlich kann ich mein Lebenswerk vollenden. Die ganze Schöpfung wird vor meiner Macht erzittern. Was ist das? Wie konnte das geschehen? Tja. Was? Die Seelen der toten Herrscher der Hölle wurden in diesen Stein eingeschlossen. Gebt eure Suche auf, Nephalem. Eure Verbündeten wollen euch nur manipulieren. Mit der Macht, die ich euch bieten kann, könnten wir gemeinsam über die gesamte Schöpfung herrschen. Es ist zu spät für eure Verlockung, Kull. Gebt mir den Stein. Es braucht noch etwas Zeit. Ich benötige Essenz. So. Nein. Ganz ehrlich. Das war echt zu leicht. Zauber wurden ausgelöst. Das war echt zu einfach. Ja, ich weiß nicht, also, das Erwecken war jetzt anstrengend. Ja, irgendwie schon. Recht. Ich bin noch nicht so weit. Was? Es ist also wahr. Die erschlagenen Fürsten der Hölle befinden sich in diesem Stein. Vor 20 Jahren, während der Finsternis in Tristram, hat mir Kane von Soltunkuls gottlosem Seelenstein erzählt. Deshalb hast du mich also verlassen, um die Seelen der Dämonen zu markieren, damit sie in Kults Gefäß gezogen werden konnten. Ja, meine Tochter. Dafür habe ich alles geopfert. Aha. Toll. Super. Mit Avria im versteckten Lager. Also können wir uns hier wegporten. Mhm, genau, das würde ich auch so. Dann mache ich das mal. Hier. Ich muss zurückkehren. Ah, mach doch mal eben. Bist du da? Ja, ich folge. Ah, da bist du ja. Dann spreche ich sie jetzt an. Der Seelenstein ist ein unzureichendes Gefäß. Aha. Möglicherweise ist er zu schwach, um Belial und Asmodan mitsamt den anderen festzuhalten. Ja, möglicherweise, dann das hilft dann. Ihn zerschmettern. Und die Herrscher der Höllen werden nicht mehr sein. Okay. Ja. Und nu? Nu quatschen wir Lea an. Wir müssen den Kaiser erreichen. Er hat gesagt, er könnte uns zu Belial führen. Bist du sicher, dass wir diesem Kind trauen können? Wir haben keine Wahl. Aber wisset dies, wenn Belial in die Enge getrieben wird, wird er in Kaldeum die Hölle auf Erden heraufbeschwören. Mhm.
Bevor wir ihm also gegenübertreten, müssen die Einwohner in Sicherheit gebracht werden. Was? Die Eisenwölfe können dabei helfen. Lasst uns mit ihnen. Und das machen die, also habe ich richtig verstanden, ne? Weiß ich noch nicht. Was sollen wir denn jetzt machen? Zu Kashara gehen? Aha. Belial hat seinen Angriff auf die Stadt begonnen. Los, gehen wir. Ashara ist bereits bei der Kanalisation. Ah, dann. Endlich wieder in die Kanalisation. Ja, was? Halt, stopp. Was wird das hier? Ich glaube, wir gehen jetzt hier rüber, ganz schnell. Kreis auf dem Boden halten. Ne? Als die Feuerbälle anfingen vom Himmel zu fallen. Ich hab gesehen, wie sich Leute unter den Wagen verstecken. Bringt sie in die Kanalisation. Wir können unser. Wir müssen da einfach runter, ne? Oder? Nee. Wir müssen die Gegner hier umbringen. Oder doch? Müssen wir jetzt doch runter? Ich weiß es nicht. Ach ne, da sind jetzt sind hier überall so Punkte. Ach, wir sollen jetzt erstmal Leute retten hier. Das ist ein Bonus. Retten wir die? Einfach anklicken, wo es blinkt sozusagen. So, dann geht mal da drüber. Wie viel müssen wir denn da? 8, glaube ich, oder so. Zorn haben wir uns nur zugezogen. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit dem Retten klappen soll, ne? Ah, du musst, die sind unter den Karren sind die versteckt. Du musst die Karren anklicken. Und ich habe so den Eindruck, dann laufen sie dir irgendwie hinterher. Und dann gehst du hier hin. Glaube ich. Hätte ich jetzt auch vermutet. Also wenn du in die Nähe kommst, dann sind sie schon. Ach so. Einer fehlt noch. Wo? Weiß ich nicht, aber wir haben 7. Hier ist was. Kommen wir mit. Ich glaube, 8 sollten wir retten. Verbleibende Zeit, also ist noch genug. Kommen wir noch ein bisschen. Ja, ich habe da auch welche. So. Wir werden euch beschützen. Achso, es gibt einen Bonus. Achso. Wir haben so und so viel Zeit. Jetzt müssen wir mal gucken. Sind denn da noch irgendwo welche? Ne, da oben ist nichts mehr. Also ich sehe nichts. Einen habe ich da hinten noch. Einen einzigen. Ne, 2 sogar. Okay. Noch was. So, versteckt er sich? Hast du ihn? Ja, ich mal, da unten ist auch noch einer, dann gehe ich da mal hin. Ja, irgendwie nicht. Irgendwo muss der hier hinten sein. Der leuchtet mal auf und mal nicht. So, ich habe einen wieder. Ich glaube doch, der läuft mir. Ja, doch, der läuft mir irgendwie hinterher. Wofür denn der Punkt dahin ist, ich kann es nicht sagen. Jetzt zeige ich mir da hinten immer noch einen Punkt an. Da oben rechts, ne? Ja, der ist aber irgendwie ist da keiner. Da kann ich nichts entdecken. Und rein hier mit dir. Wir werden euch beschützen. Neues Ziel. Ah, das war es auch dann. Okay. Ja, dann sollen wir sie wieder durch. Die Zeit ist eh vorbei, oder? Ja. Gehen wir mal hier unten durch, was? Ja, würde ich auch sagen. Also. Ich weiß jetzt nicht genau, was wir hier unten jetzt machen sollen, aber. Truhen öffnen. Ist das Questziel. Ach so. Hier einkaufen wollen wir jetzt nicht. Ne, da oben blinkt das noch. Wahrscheinlich, weil die Zeit noch nicht rum ist, oder was? Weiß ich nicht. Mal gleich ist ja die Zeit rum, damit hier irgendwas passieren. Aha. Also ja, doch wieder hoch. Nein, nein, nein. Das habe ich mir schon gedacht. Jetzt, Lea. Benutze deine Macht, so wie ich es dir. Aber wir müssen doch nicht in die Kanalisation. Nein. Diesmal dürfen wir den Eingang benutzen. Ich habe es noch immer nicht ganz unter Kontrolle. Ja, dann bin ich lieber hinter dir. Ja, das sah schon sehr kontrolliert aus, fand ich. Ja, fand ich auch. Das sah aber eigentlich, haben wir gut hingekriegt, glaube ich. Ah, da hinten sind noch welche, ja. Einer da hinten, versteckt sich noch einer. Ich glaube, jetzt ist Ruhe im Kapuff, oder? Hier ist ein Fragezeichen. Geht zum kaiserlichen Palast. Also einfach die Treppe hoch, oder wie muss ich mir das vorstellen?
da sollte man nicht stehen bleiben. Also auch ohne, dass sie uns das gesagt hat, werden die getötet, so ist das nicht. Hast du wen getötet? Ist mir gar nicht aufgefallen. Das ganze Scharmützel ist mir gar nicht aufgefallen, dass du da wen erledigt hast. So, dann geht's wohl da hinten weiter, ja? Tendenziell, ja. Das ist noch nicht so weit. Weil dieses Giftzeug auf dem Fußboden ist nicht so toll. Macht jetzt aber auch nicht wirklich Schaden. Nein, aber toll ist das trotzdem. Das macht mich nervös. Es ist grün, meine ich, ja? Ja, das ist immer schlecht, eigentlich. Hey, haben die uns eingefroren? Ja. Das kann ich nicht gut halten. Nee, das finde ich auch nicht in Ordnung. Das gehört sich nicht, sowas. Nochmal. Ich fühle mich so schwach. Ah. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Achso, ich dachte schon. Jetzt. Ich dachte schon, du warst das. Nein. Das würdest du von meinem Char nicht hören. Jetzt liegt's an uns. Ist klar. Oh. Annehmen. Oh. Den Göttern sei Dank. Ihr seid gerade noch rechtzeitig gekommen. Zu was? Zeigt mir den Seelenstein. Steht euch der Sinn nach einem Das ist doch Belia, oder? Wie schlau von euch. Aber wisse dies, Nephalem. Asmodan weiß von dem Stein und allem, was er beinhaltet. Selbst wenn er mich besiegt, wird er euch und jeden einzelnen eurer kläglichen Art auslöschen. Das wollen wir doch erstmal sehen. Oh, der sieht aber fies aus. So, ich muss los. Ich muss weg. Ach, der kommt noch gar nicht. Das ist erst nur ein Vorschaubezug. Ja, ja. Diese Welt ist mein! Ja, ja, schrei du mal rum. Ja, kannst auch gleich in den Stein gehen, brauchst auch nicht fallen. Ich werfe diese lächerlichen Illusionen von mir! Hey. Oh, du, der ist irgendwie größer als vorhin. Oh. Nur ganz gestellt. Das kann ich nicht tun. Ich kann meinen Char gar nicht mehr anklicken. Der ist zu klein. Ich hab Schaden bekommen. Soll ich davon halten? Oh. Ich bin blind! War jetzt ein bisschen hell, ne? Ja. Oh, ein legendäres Item. Oh, das sind auch mal schöne Sachen. Oh, tatsächlich, ich hab auch mal was gefunden! Ja. Schnell, Lea! Schließ Belials Seele in den Stein ein! So, jetzt das Item weg. Ich hab das gar nicht nehmen können. Echt? Ich hoffe, das kommt wieder. Ich auch. Was lösche ich das Spiel? Sofort. Ich blende dann so ein End, weißt du, aus dem Fernsehen, so nachts dieses Bild eingepiept. Desto leichter fällt es ihm, unsere Herzen zu verderben. Und, liegt's noch da? Ich gucke jetzt erstmal ins Inventar. Ah, ich hab's im Inventar. Na, siehst du wohl. Okay, das ist schlecht, aber es macht ja trotzdem. Ja, vielleicht wird er ja gleich noch besser. So, weiter. Oh ja, jetzt ist er ein bisschen besser. Aber ich würde sagen, der ist jetzt nicht unbedingt besser als das Schwert, was du mir gegeben hast. Also das Einzige, also, was schlechter ist, ist bei mir Erholung. Ansonsten Schaden sind 10 Punkte mehr. Ne, bei mir ist Schaden sind 6 Punkte weniger. Ja. So, das Wirken von Weihe ruft weitere Wirkungsbereiche von Weihe unter euren Verbündeten. Okay, aber Weihe, jetzt muss ich mal wieder gucken, was ist denn Weihe gewesen? Vielleicht irgendwas, was ich mir noch gar nicht angeguckt habe.
Das ist definitiv auch für einen Kreuzritter. Also bei mir auch Feuerschaden macht er, und dann macht er 358 oder 368 Intelligenz. Chance bei Treffern 10%. Also der sieht ganz gut aus. Ich werde ihn anlegen. Ja, nee, sowas habe ich alles nicht. Also bei mir ist jetzt hier, ich weiß nicht, der macht jetzt so unterm Strich macht der irgendwie, ich sag jetzt mal 15% weniger Schaden. Ja. Gut, ich krieg Leben pro verbrauchten Zorn, da habe ich aber überhaupt keine Sorge mit. Der, den du mir vorhin da, das Schwert, das hat ja noch Ressourcenkosten um 6% gesenkt, das hat der gar nicht. So, nee, also das mal, ich sag mal, aber das ist schick ist er zumindest. So. Ja. So, da haben wir Belial also eingefangen. Was kommt jetzt? Sprecht mit Tyrael im Lager. Also ich porte uns zurück. Ich muss zurückkehren. Das sagt sie immer so vorausweit. Ich muss zurückkehren. Mann. Was für eine Zicke. Bist du da? Ja, ich bin da. Ich muss ja mal warten, bis du weg bist. Vorher komme ich ja nicht hinterher. So, Tyrael, ja. Heute ist ein guter Tag. Ihr habt dieses Land befreit und einen Herrscher der Hölle in die Knie gezwungen. Genießt diesen Moment. Oh. Denn morgen geht der Kampf weiter. Nein. Zeit, sich auszuruhen. Asmodan plant schon jetzt unsere Vernichtung. Nee, das ist... Das ist ein richtiger Taktiker. Er wird uns dort angreifen, wo er glaubt, dass wir es am wenigsten erwarten. Also hier? Also hier. Und dann, unseren Willen brechen würde. Du lernst schnell, Lea. Du musst jetzt in die große Bibliothek von Caldeum gehen und die Arbeit deines Onkels fortsetzen. Mach mal. Was steht hier? Sprecht mit dem Karawan. Es geht weiter in den nächsten Akt, würde ich sagen. Das den Eindruck macht das, ja? Ja, ich würde sagen, wir sprechen jetzt noch den Karawanenmeister an. Gucken mal an, wo er uns hinbringt. Und dann sollte das auch für die Folge das gewesen sein. Ne? Dann sollte der Akt abgeschlossen sein. Ich spreche ihn mal an. Ja, mach mal. Gehen wir hin da? Lasst es nicht wissen, sobald ihr bereit seid. Ja, ich hab's. Dich wissen lassen. Oh. Intro, Outro, Video. Das können sie immer noch echt gut, ne? Ja. Da hatte Magic mehr und ein Video, dass da so eine da wahrscheinlich so ein Mehrteiler von machen wollen. Ja. Das wird ja dann interessant, also. Wobei das doch wieder was anderes ist als so eine Sequenz in so einem Spiel, ne? Ja. Da was los, Lea. Ich kann das alles einfach nicht verstehen. Konzentrier dich. Was entgeht mir, Onkel? Was ist es, das ich sehen sollte? Ich finde, wir hätten den Kristall behalten sollen. Ja, ich denke auch. Wäre die bessere Waffe. Ich werde ich
euch gut. Sprecht mit mir, Kind. Ariad, die Dämoneninvasion kommt vom Ariad. Ja, das können sie. Das können sie wirklich. Es spuckt aber ganz schön große Töne. Ja, ziemlich. Das werden wir ihm noch austreiben. Ja, der rechnet dann nicht mit uns. Lea weiß nun, wohin unsere Reise führt. Asmodans Armeen werden aus den Tiefen des Ariad-Kraters emporströmen. Damit werden die Streitkräfte der Bastion die volle Wucht des Angriffs zu spüren bekommen. Erinnert so ein bisschen an Herr der Ringe. Ich muss dafür sorgen, ja, dass sie ihn abwehren. Also ein bisschen sind die alles ein bisschen abgekupfert, ja, ne? Ja, ja, ja. Ja, eindeutig, der rechnet nicht mit uns. Das ist nicht wirklich. Nee, das ist nicht schlau von ihm. Also nein, so eine schnippische Totenbeschwörerin und ein total naiver. Sind da nicht zu unterschätzen. Definitiv nicht. Ja, ich würde sagen, das soll es für heute gewesen sein. Ja, super Zeitpunkt auch, finde ich. Total spannend. Dann können wir nämlich beim nächsten Mal können wir dann reinschauen, wie es hier dann tatsächlich weitergeht. Genau. Ja, super. Klasse. Macht immer noch Spaß. Mhm. Ich glaube, wir werden mal gucken, ob wir vielleicht, wir könnten überlegen, den Schwierigkeitsgrad noch ein bisschen anzuheben. Ja, ich denke auch. Sollten wir machen. Ne, weil das momentan doch, also gefühlt laufen wir zu einfach durch. Mhm. Also wenn es dann noch geht, wir werden mal gucken, was da geht. Also wenn jetzt als nächstes natürlich gleich Dauertod, Hardcore, extra schwer kommt, dann lassen wir das so. Aber ansonsten könnten wir das ja vielleicht nochmal einen Grad höher schieben. Ich denke auch. Also ihr solltet definitiv dabei bleiben, es bleibt spannend. Auf jeden Fall. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und seid beim nächsten Mal dann auf Dooms Kanal dabei. Genau. Bis dann und tschüss. Bis dann und tschüss.